In diesem Video werden wir ein paar Verfahren kennenlernen, mit denen man unter gewissen Voraussetzungen die Nullstellen einer Funktion findet. Bei der sogenannten Nullstellensuche müssen wir die Gleichung f von x gleich 0 lösen, was sich in der Praxis als sehr schwierig erweisen kann. In der Regel ist es tatsächlich so, dass wir die Nullstellen rechnerisch nicht rausbekommen und auf näherungsweise Verfahren umsteigen müssen. Diese werden dann sehr oft von Computern durchgeführt. Auch die haben manchmal Schwierigkeiten. Es kann natürlich auch sein, dass die Lösung, die ein Computer ausspuckt, nicht richtig ist oder dass keine Nullstelle gefunden wird, obwohl die Funktion eine Nullstelle hat. Wir werden uns heute aber einigen Spezialfällen widmen, für die es Lösungsverfahren gibt. Es gibt das sogenannte direkte Ablesen. Wir können unsere Funktionsgleichung, dort können wir geschickt ausklammern. Für die Funktionen vom zweiten Grad gibt es die sogenannte PQ-Formel. Unter gewissen Umständen funktioniert die sogenannte Substitutionsregel. Die werden wir heute kennenlernen. Und als letztes widmen wir uns der Polynomdivision. Auch da kann man eine Gleichung so vereinfachen, dass man mit etwas Glück auch alle Nullstellen finden kann. Oft haben wir auch damit zu tun, dass wir diese Verfahren in Kombination verwenden müssen, dass wir jetzt eine Nullstelle durch direktes Ablesen finden und den Rest zum Beispiel durch die PQ-Formel und so weiter. Beginnen wir mit einem direkten Ablesen. Das Verfahren basiert auf der Tatsache, dass wenn wir ein Produkt zweier Zahlen haben, a mal b, und dieses Produkt ist gleich 0, folgt daraus, dass einer der Faktoren gleich 0 sein muss. Also hier bei unserer Schreibweise ist a gleich 0 oder b ist gleich 0. Es kann aber auch natürlich sein, dass beide gleichzeitig 0 sind. Die Voraussetzung, damit wir dieses Verfahren anwenden können, ist, dass die Funktion f dass die Funktionsgleichung in einer bestimmten Form vorliegt. Und zwar haben wir ein Produkt von Klammern und alle die Klammern, diese Klammern haben eine bestimmte Form. Und zwar haben wir die Variable in unserem Fall hier x und davon ziehen wir Zahlen ab. Und die Zahlen, die wir in den jeweiligen Klammern abziehen, sind dann auch die Nullstellen dieser Funktion. Wir gucken uns das jetzt direkt an einem Beispiel an. Ich habe jetzt hier eine Funktion f mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich x minus 2 mal x plus 3 mal x minus 1, jeweils in Klammern. Und die Voraussetzung ist dadurch gegeben, dass wir jetzt hier nur diese drei Faktoren haben. Ich möchte eine Nullstelle finden, deshalb muss ich f von x durch 0 ersetzen, weil das ist der Funktionswert, bei dem eine Nullstelle vorliegt. Den Rest, die rechte Seite, schreibe ich ab. So, da wir die Faktoren haben, kann ich dieses im gewissen Sinne große Problem in drei kleine Probleme umformulieren. Und das, was oben steht, ist, das ist dann gleich 0, äquivalent jetzt, wenn entweder die Gleichung x minus 2 gleich 0 gilt oder ein v für mathematisches oder aus dem lateinischen vel. Die zweite Klammer könnte 0 sein, also x plus 3 ist gleich 0. Oder die dritte Klammer ist 0, x minus 1 ist gleich 0. Aus der ersten Gleichung folgt, dass wir eine Lösung haben, x1 gleich 2, weil wenn ich für x2 einsetze, habe ich 2 minus 2, das ist gleich 0. Das kann man zwar noch äquivalent umformen, aber an dieser Stelle traue ich das jedem zu, dass man das ablesen kann. Hier lautet die zweite Nullstelle minus 3, denn wenn ich hier minus 3 einsetze, minus 3 plus 3 ist gleich 0. Und die dritte Lösung, x ist gleich 1, mit der Begründung, wenn ich hier 1 einsetze, 1 minus 1 ist gleich 0. Das zweite Verfahren, das wir uns anschauen, basiert auf der gleichen Idee. Ein Produkt zweier Zahlen ist gleich 0.
Die Voraussetzung an dieser Stelle ist, dass der y-Achsenabschnitt, also das absolute Glied, hat den Wert 0. Dann kann man in der Funktionsgleichung die kleinste Potenz von x ausklammern und dann wissen wir, okay, der y-Achsenabschnitt ist bei der 0, das ist gleichzeitig also die Nullstelle und damit haben wir bereits eine Nullstelle gefunden und das und durch das Ausklammern haben wir die Gleichung, man sagt es dazu, faktorisiert und der andere Faktor, der übrig geblieben ist, lässt sich unter Umständen auch rechnerisch behandeln, sodass die restlichen Nullstellen gefunden werden können. Heißt aber nicht, dass wir eine Garantie dafür haben. Also wenn der y-Achsenabschnitt gleich 0 ist, wissen wir, die eine Nullstelle ist 0. Man kann die Gleichung ein wenig reduzieren. Ob die reduzierte Gleichung sich gut behandeln lässt, dafür gibt es, wie gesagt, keine Garantie. Auch hier haben wir zwei Beispiele. Einmal die Funktion f mit folgender Funktionsgleichung. Hier schauen wir uns an, gibt es hier das absolute Glied? Das kommt hier nicht vor, also ist es gleich 0. Damit ist die Voraussetzung erfüllt. So, suchen wir die Nullstelle, das heißt, setzen wir unseren Funktionsterm gleich 0, 2x hoch 5 minus x hoch 4 ist gleich 0. Die kleinste Potenz von x, die hier auftaucht, ist x hoch 4 und wir können x hoch 4 ausklammern, weil der Faktor x hoch 4 in jedem Summanden vorkommt. Wenn ich x hoch 4 hier ausgeklammert habe, bleibt noch 2x über. Und wenn ich hier ein x hoch 4 ausklammere, habe ich nur noch minus 1. Denn x hoch 4 mal 2 mal x ist 2 mal x hoch 5. Und x hoch 4 mal minus 1 ist das, was ich hier suche, minus x hoch 4. Daraus weiß ich, dass x hoch 4 gleich 0 ist oder der zweite Faktor 2 mal x minus 1 ist gleich 0. Daraus kann ich ablesen, dass wir eine Lösung x 1 gleich 0 haben und hier muss ich diese ziemlich einfache Gleichung lösen. Die Lösung lautet dann, ich bringe die 1 auf die andere Seite und dann muss ich noch beide Seiten der Gleichung durch 2 teilen und damit ist die Lösung, die zweite Lösung 1/2. So, bei der Funktion g werden wir gleich etwas anderes noch sehen. Und zwar auch hier liegt kein absolutes Glied vor, deshalb kann man dieses Verfahren auch verwenden. Wir suchen die Nullstellen, also 0 ist gleich x hoch 3 minus 3x² plus 2 mal x. Hier gucke ich nach der kleinsten Potenz von x, das ist hier x hoch 1. Also ich kann jetzt x hoch 1 ausklammern. Das bedeutet, ich muss in jedem Summanden 1 von den Exponenten abziehen. Dann habe ich das x² minus 3x plus 2. So, das bedeutet, ich habe hier entweder diesen Faktor gleich 0 oder der zweite Faktor, also diese Klammer, ist gleich 0. Daraus folgt eine Nullstelle bei der 0. Und das, was ich hier habe, könnte ich mit der PQ-Formel lösen. Und die PQ-Formel schauen wir uns aber auf der nächsten Folie an. Okay, die PQ-Formel basiert auf einer geschickten quadratischen Ergänzung. Ich möchte jetzt an dieser Stelle
Ja, nicht herleiten, weil das Video wird ja schon lang genug sein. Es gibt sehr, sehr viel Material, wo das hergeleitet wird. Es gibt sogar Lieder, die darüber gesungen werden. Die Voraussetzung ist, dass wir eine quadratische Funktion haben. Und was wir machen müssen, ist, wir müssen die Funktionsgleichung, wenn wir die gleich 0 gesetzt haben, auf eine Form bringen, x² plus px plus q gleich 0. Und dann können wir mit Hilfe der PQ-Formel minus b halbe plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q ausrechnen. Durch dieses plus minus bekommen wir eine und beziehungsweise also zwei Lösungen. Eine Lösung, wenn das unter der Wurzel 0 ist, und keine Lösung, wenn wir unter der Wurzel etwas Negatives haben. Ich habe jetzt hier drei Beispiele mitgebracht, wo wir hier zwei Lösungen haben werden. Hier eine Lösung und hier keine Lösung. Dass wir uns einmal daran erinnern, wie sich das anfühlt. Okay, wir lösen jetzt diese Gleichung hier. Oder die Nullstellen dieser Funktion. Also 0 ist gleich 2 mal x Quadrat 6x plus 4. Die höchste Potenz ist eine 2. Das bedeutet, das ist eine quadratische Funktion. Die PQ-Formel wird anwendbar sein. Was aber noch stört ist, wir haben vor dem x Quadrat einen Faktor ungleich 1. Und wir müssen die gesamte Gleichung durch diesen Vorfaktor teilen, damit die PQ-Formel anwendbar ist. Also 0 durch 2 ist immer noch 0. X² minus 3x plus 2. Und diese Gleichung ist übrigens auch die Gleichung, die wir auf der Folie davor hatten. Das werden auch so die Nullstellen der Funktion g von der Folie davor sein. Okay, wir können jetzt die PQ-Formel verwenden. X1 bzw. 2 ist minus p halbe, p ist hier minus 3 und damit minus minus 3, weil das p ist, halbe, plus minus und jetzt die Wurzel p halbe, also minus 3 halbe zum Quadrat und dann minus q. Q ist plus 2, minus plus 2 ist minus 2. So, das hier, minus 3 halbe zum Quadrat sind 9 Viertel. Und 2 sind 8 Viertel. Neun Viertel minus acht Viertel sind ein Viertel. Die Wurzel aus einem Viertel ist ein halb. Minus minus drei ist plus drei. Und dann können wir die Nullstellen ablesen. Die erste Nullstelle ist drei halbe plus 1 halb, damit ist die erste Lösung gleich 2. Und die zweite Lösung 3 halbe minus 1 halb, damit ist die zweite Lösung 1. Das sind also die Nullstellen der Funktion f. Die Funktion g behandeln wir zuerst genauso. 0 ist gleich 3x² minus 18x plus 27. Auch hier stört ein Vorfaktor von dem x². x² ist auch die höchste Potenz von x, damit ist es eine quadratische Gleichung. Wir teilen durch diese 3. Damit haben wir 0 ist gleich x hoch 2 minus 6x plus 9. Einige sehen vielleicht an dieser Stelle auch direkt die zweite binomische Formel, die man rückwärts anwenden könnte. Wir verwenden aber wieder die PQ-Formel. X1, 2 ist gleich minus. Jetzt suchen wir das p. Das p ist das, was vor dem x steht. Also
minus 6 minus 6 halbe plus minus. Und dann kommt wieder die Wurzel aus p halbe, haben wir gerade gesagt, das ist minus 6 p halbe zum Quadrat minus q, das q ist das ohne x, plus 9, also minus die positive 9. Okay, minus 6 halbe sind minus 3, minus 3 zum Quadrat ist 9, 9 minus 9 ist 0 und die Wurzel aus 0 ist 0. Wir haben also, die erste Lösung ist minus 6 halbe plus 0, die zweite Lösung ist minus 6 halbe minus 0. Es ist egal, ob ich jetzt die 0 abziehe oder dazu addiere, ich habe nur eine Lösung und diese lautet minus minus 6 ist 6 geteilt durch 2. Also insgesamt die eine Lösung ist gleich x gleich 3. Bei der dritten Funktion, der Funktion h mit dieser Funktionsgleichung, würden wir gleich sehen, dass es hier keine Lösung gibt. Und zwar setzen wir alles gleich 0. Hier müssen wir nicht mehr zuerst teilen, weil die Form direkt gegeben ist. Hier das x hat schon den passenden Vorfaktor. Wir können direkt die PQ-Formel anwenden. X 1, 2 ist gleich und wieder minus p halbe. Das p ist hier eine 1, die man sich dazu denken kann. Also minus 1 halb plus minus die Wurzel aus 1 halb zum Quadrat und wir ziehen das q ab, eine positive 4 minus die positive 4. So, gucken wir uns jetzt das, was in der Wurzel steht, genauer an. 1 halb zum Quadrat ist 1 Viertel. Und wenn ich von dem Viertel eine ganze 4 abziehe, ist das, was da steht, auf jeden Fall kleiner als 0. Damit ist das unter der Wurzel negativ und wir können keine Wurzel ziehen und erhalten keine reelle Lösung. Also können wir schreiben, keine Lösung. Da 1 Viertel minus 4 kleiner als 0 ist. Das vorletzte Verfahren, das wir uns heute anschauen, ist die sogenannte Substitution. Die Substitution basiert im Prinzip auf der PQ-Formel und die Voraussetzung ist eine ziemlich strenge, und zwar wir haben eine Funktionsgleichung, in der es höchstens drei Summanden gibt, also das c könnte 0 sein, und die Exponenten von x müssen bestimmte Form haben. Der höchste Exponent muss das Doppelte von dem kleineren Exponenten sein. Dann kann man die kleinere Potenz von x durch ein z ersetzen und diese neue Gleichung mithilfe der PQ-Formel lösen. Und nachdem man diese neue Gleichung nach z gelöst hat, kann man die sogenannte Resubstitution durchführen und dann diese Gleichung nach x lösen. Hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich gar nicht. Also wenn man die PQ-Formel kann, ist die Substitution nicht viel schwieriger. Wir gucken uns jetzt hier ein Beispiel an. Bei der Substitution ist es möglich, dass wir entweder eine, keine, zwei, drei oder vier Lösungen haben. Wir haben jetzt hier eine Funktion, die nur zwei Nullstellen hat. Und wie diese restlichen zwei verschwinden, werden wir uns während der Rechnung anschauen. So, wir gucken uns an, ob die Voraussetzung für die Substitution überhaupt gegeben ist. Wir haben
drei Summanden, das sieht schon mal gut aus. Und jetzt gucken wir uns die x-Potenzen an. Wir haben einmal x hoch 4 und einmal x Quadrat. Und damit ist die Voraussetzung erfüllt, denn die 4 ist das Doppelte von der 2. Damit kann ich die Substitution anwenden und schreibe, ich denke mir eine neue Variable aus, und diese Variable heißt z, und die setze ich gleich x². So, wenn ich jetzt hier 0 gleich 3x hoch 4 minus 9x Quadrat minus 12 habe, kann ich x Quadrat durch z ersetzen. X hoch 4 ist nichts anderes als x Quadrat hoch 4. Wenn ich eine Potenz nochmal potenziere, multiplizieren sich die Exponenten. Und das x Quadrat hier kann ich durch z ersetzen. Und damit habe ich eine neue Gleichung, wo die Variable nicht mehr x heißt, sondern z. Der Vorteil an dieser Stelle ist, dass die Potenz kleiner geworden ist. Hier haben wir jetzt eine quadratische Gleichung, und an dieser Stelle ist die PQ-Formel anwendbar. Und ich mache das wie auf der Folie davor. Die 3 stört, weil sie vor dem z steht. Wir teilen durch 3, Stift wechseln. So, dann ist es z hoch 2 minus 3 mal z minus 4. Und jetzt können wir die PQ-Formel anwenden. z1, 2. Diesmal heißt die Variable z, deshalb hier ein z. Und jetzt suchen wir nach dem p halbe oder nach dem p minus minus 3 halbe. Plus minus die Wurzel aus minus 3 halbe zum Quadrat. Minus q. Q ist hier minus 4, also minus minus 4 plus 4. So, rechnen wir ein wenig. Minus minus 3 halbe sind 3 halbe. 3 halbe zum Quadrat sind 9 Viertel. Die 4 sind 16 Viertel. Neun Viertel plus 16 Viertel sind 25 Viertel. Die Wurzel aus 25 Viertel sind 5 halbe. Wir haben also, so, das kommt, glaube ich, noch von der Wurzel. Wir haben also z1 ist gleich 3 halbe plus 5 halbe, insgesamt also 8 halbe und damit 4. Und die zweite Lösung, z2, 3 halbe minus 5 halbe, das sind minus 2 halbe und damit minus 1. So, die Gleichung in z hat zwei Lösungen. Das bedeutet, dass wir bis zu 4 Lösungen in x bekommen können. Damit machen wir die, dazu machen wir die Resubstitution. So, unsere Substitution heißt z ist gleich x Quadrat. Ich löse jetzt also hier, 4 ist gleich x Quadrat.
So, das ist relativ simpel zu lösen. Wir ziehen die Wurzel und bekommen einmal die positive Wurzelauslösung x gleich 2. Und wenn ich das negative quadriere, bekomme ich auch 4. Deshalb lautet die zweite Lösung 2. Wenn ich aber das hier resubstituiere, möchte ich die Gleichung x² gleich minus 1 lösen. Und das funktioniert mit reellen Zahlen nicht mehr, weil es keine reelle Zahl gibt, die quadriert minus 1 ergibt. Und damit habe ich keine weitere Lösungen. Es liegt daran, dass ich in der Gleichung mit z ein negatives Ergebnis habe. Und ich kann ja keine Wurzel aus negativen Zahlen ziehen, deshalb liefert mir diese Gleichung keine weiteren Lösungen. Hätte ich hier eine positive Lösung, könnte ich die Wurzel ziehen und hätte unter Umständen für diese Gleichung sogar 4 Nullstellen. Zum Schluss schauen wir uns die Polynomdivision an. Die Idee ist eine ähnliche wie die schriftliche Division, die wir aus der Grundschule kennen. Und eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass wir in der Lage sind, eine Nullstelle der Funktion zu erraten. Dann kann diese herausdividiert werden und man hofft, dass die reduzierte Variante dann sich mit einem anderen Verfahren lösen lässt. Man könnte auch versuchen, weitere Nullstellen zu erraten und die dann weiter herauszudividieren. Gut, ich habe hier eine Funktion mitgebracht, die Funktion f mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich x hoch 3 minus 4x² plus 5x minus 2. Ich kenne bereits die Nullstellen der Funktion und man setzt jetzt Zahlen für x ein und hofft, dass man eine Nullstelle findet. Hier lautet eine Nullstelle 1, denn wenn ich hier 1 einsetze, habe ich 1 hoch 3 minus 4 mal 1 Quadrat plus 5 mal 1 minus 2. Jetzt rechnen wir weiter. 1 minus 4 plus 5 minus 2. Die positiven Zahlen zusammen ergeben 6. Und die negativen minus 6, sodass das Ergebnis 0 ist. Das bedeutet, x1 gleich 1 ist eine Nullstelle. Ich kürze das mit groß N und S von f. So, was ich jetzt machen möchte, ist diese Gleichung oder diesen Term zu faktorisieren. Und ich weiß, dass das eine Nullstelle ist und damit x1 minus 1 ist gleich 0. Diesen Faktor werde ich verwenden und versuche diesen Term durch das hier zu teilen. So, wie funktioniert das? Ich schreibe jetzt mal das, was ich haben möchte, x hoch 3 minus 4x² plus 5x minus 2 in Klammern. Und wir teilen durch den Term, der eine Nullstelle ist. So, jetzt überlegt man sich, womit muss multipliziert werden, dass ich hier x hoch 3 wegkürzen kann. Ich habe hier x. Wenn ich x mit x² multipliziere, erhalte ich x hoch 3. Und das ist an dieser Stelle wichtig. Ich multipliziere jetzt die Klammer mit x² und schreibe sie wie bei der schriftlichen Division hier runter. Also x² mal x ist x hoch 3, x² mal minus 1 ist minus x². Jetzt ziehe ich das von oben ab, x hoch 3 minus x hoch 3 ist 0.
Und minus x hoch 4 minus minus x Quadrat ist minus x hoch 4 plus x Quadrat. Damit sind es nur noch 3x Quadrat. Und wie bei der schlichtlichen Division nehme ich einfach den nächsten Summanden hier noch mit. Jetzt überlege ich, womit muss ich x multiplizieren, damit ich minus x minus 3x Quadrat bekomme. Und die Antwort lautet, das muss minus 3 mal x sein. Nun multipliziere ich minus 3 mal x mit x. Das ist minus 3x Quadrat. Und minus 3x mal minus 1 ergibt plus 3x. Und auch hier ziehen wir das hier ab. Okay, minus 3x Quadrat minus minus 3x Quadrat ergibt 0. Und dann 5x minus 3x sind nur noch 2x. Und dann die minus 2, die hier steht, die schreiben wir nach unten. Und die nächste Überlegung, womit muss ich x multiplizieren, damit ich 2x habe? Die Antwort lautet plus 2. Plus 2 mal x ist gleich 2x. Und plus 2 mal minus 1 ergibt minus 2. Ich ziehe es ab und bekomme 0 plus 0. Und damit ist meine Division fertig. Ich kann die Funktionsgleichung f von x als Produkt von dem und dem hinschreiben. Das bedeutet x² minus 3x plus 2 mal x minus 1. Diese Nullstelle kann ich ablesen. Ich kann aber auch diesen Faktor gleich 0 setzen und jetzt sehe ich gerade, hier fehlt die plus 2. Das könnte ich gleich 0 setzen und da wir hier die Funktion vom Grad 2 haben, könnte man die restlichen Nullstellen mithilfe der Q-Formel ausrechnen. Das war es im Prinzip mit den Möglichkeiten, die wir haben, Nullstellen rechnerisch herauszubekommen. Es gibt zwar sowas wie eine Q-Formel für Funktionen von Grad 3 und auch Grad 4. Diese sind aber sehr unhandlich und kommen in der Schule nicht vor. Und es wurde auch bewiesen, dass es für Funktionen von Grad 5 keine Formel geben kann, die alle möglichen Nullstellen für alle Funktionen von Grad 5 oder höher finden kann.